Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Citizen News. Heute gibt es einen Nachschlag zum gestrigen Star Citizen News, denn heute reden wir mal über CoreTech. Gestern Abend kam hier das Roadmap-Update raus und das war wieder, naja, sehr, sehr ernüchternd, wie ihr sicherlich gesehen habt. Die Roadmap ist generell sehr ungenau, es gibt sehr wenig neue Features, viele warten und warten und warten auf die Dinge, die da irgendwann kommen. Und offenbar arbeiten die Entwickler momentan an anderen Dingen im Hintergrund. Denn das technische Gerüst von Star Citizen hat ganz offensichtlich Priorität, damit die bestehenden Features besser funktionieren, damit die Server stabiler werden, damit alles besser funktioniert im Allgemeinen und auch damit neue Features, die reinkommen, sauber laufen können. Daher stellt sich natürlich die große Frage, an welchen Core-Technologien arbeitet CRG eigentlich ganz konkret, was können diese und wie weit sind die Entwickler mittlerweile? Und genau darüber reden wir heute. Wir reden nämlich heute über iCache, über die globale Persistenz und über das Server-Meshing. Das sind alles drei sehr schwierige, sehr technische Themen. Deswegen werde ich hier keine reine 1:1 Übersetzung machen, mache ich ja sowieso eigentlich nie, sondern ich werde es zusammenfassen, auf Deutsch für euch vernünftig versuchen, auch möglichst einfach zu erklären und noch ein bisschen ein paar Sachen vielleicht anschaulich darzustellen. Und wir fangen an mit dem iCache. Was ist iCache eigentlich? Es klingt so ein bisschen, als würde CRG hier mit Apple irgendwelche Hardware bauen. Das ist natürlich nicht der Fall. iCache ist eine, ja, im Endeffekt eine Zusammenfassung von Diensten, die als eine Schnittstelle dienen zwischen dem Spieler und den Datenbanken. iCache ist ein notwendiges Feature, um die Daten, die in der Datenbank drin liegen, effizient und mit einer möglichst hohen Fehlertoleranz schreiben und lesen zu können. Aktuell arbeiten die Server ja ohne iCache, das heißt, aktuell wird direkt auf die interne Datenbank zugegriffen, um Sachen zu speichern oder eben zu lesen. Wie aber jeder, der das Spiel aktuell spielt, weiß, ist das ein sehr ineffizienter Prozess, es dauert alles sehr, sehr lange und besonders für große Datenmengen, die man später haben wird, also die globalen Datenmengen, ist das einfach gar nicht machbar. Daher wird iCache ein neuer Ort sein, mit dem sich alle Server synchronisieren und den Zustand der Spielwelt beschreiben können. iCache wird darüber hinaus den Zugriff auf die Datenbanken, der ja aktuell direkt funktioniert, skalierbar und effizient machen. Es werden dabei bestimmte Daten zwischengespeichert, von denen man eben einfach weiß, dass man sie sowieso benötigt. Also im Endeffekt geht es darum, dass man eben nicht mehr auf diese Datenbanken direkt zugreift, sondern eben auf den iCache, der wesentlich schneller und effizienter arbeiten kann. Im Prinzip ist der iCache also ganz einfach gesagt wie der Arbeitsspeicher, also wie der RAM in unserem Computer, der die wichtigsten Infos und Daten für die CPU vorhält, weil das einfach schneller geht. Die CPU kann dann direkt damit arbeiten, muss nicht jedes Mal in der Festplatte nachfragen. Und daher sind die iCache-Daten natürlich auch nicht permanent, sondern sind eben ein flüchtiger Zwischenspeicher. So, um das mal zu veranschaulichen, nutze ich das beste Tool der Welt, nämlich Paint, um das mal ganz einfach darzustellen, wie das funktionieren soll. So, also iCache, mal ganz, ganz easy. Wir haben hier den Klienten, da mache ich mal ein Strichmännlein, ein wunderschönes Strichmännlein, wie immer. So, das seid ihr. Ja? Und ihr spielt jetzt gerade das Spiel, ich mache mal so einen Kreis rum, dass es ein bisschen besser ist. Ihr spielt jetzt das Spiel Star Citizen und wir haben hier die große Datenbank. Aktuell ist es so, dass ihr mit dieser Datenbank direkt interagiert. Das heißt, ihr fragt irgendwas an, zum Beispiel, ich würde gerne ein Schiff spawnen und dann rödelt die Datenbank rum, weil das will ja nicht nur ein Spieler gerade, sondern es wollen ja vielleicht noch 2000 andere Spieler, die das Spiel auch gerade nur auf anderen Servern spielen. Und irgendwann kriegt er dann die Rückmeldung, yo, hier hast du dein Schiff. So, mal ganz easy. Das ist der aktuelle Zustand. Was man aber in Zukunft machen möchte, ist, und das ist eben das iCache, man möchte gerne eine dritte Instanz hinzufügen, nämlich, ich mache hier mal so eine kleine Wolke rein, den iCache. iCache. So. Und anstatt, dass ihr direkt mit der Datenbank interagiert, fragt ihr immer erst beim iCache nach. Eurem Arbeitsspeicher gewissermaßen. Und der iCache, der hat sich, schon bevor ihr nachgefragt habt, diverse Informationen von euren Sachen, die eben immer notwendig sind, die sowieso immer gebraucht werden, hat der iCache sich in seinen Cache eben reingeladen und kann euch daher sofort die Rückmeldung geben, hier hast du dein Schiff. Und insofern entfällt also diese sehr langsame Verbindung mit der Datenbank, was ja letztendlich eine Festplatte ist, die auch gar nicht so schnell arbeiten kann, und ihr interagiert letztendlich nur noch über den iCache. So, wie weit ist CRG mit den Arbeiten an iCache?
Mittlerweile ist die ganze Backend-Infrastruktur von iCache im Grunde genommen fertig. Dazu gehört der gesamte Aufbau, die Serverkommunikation, die API und man ist jetzt dabei, den Spielcode darauf anzupassen, mit iCache arbeiten zu können und letztendlich das Spiel mit dem iCache zu verbinden. Das sind aber nur kleinere Arbeiten, da sie den Code, den sie in den letzten Jahren reingebracht haben, bereits für iCache angepasst haben, wohl wissend, dass sie es ja eh machen müssen. Und auch die neuen Features, die entworfen wurden, sind ebenfalls schon mit iCache grundsätzlich zumindest kompatibel. Bei diesen Arbeiten, die jetzt noch gemacht werden, werden auch nochmal diverse Systeme gefixt, die man aktuell noch nicht gefixt hat, weil man wusste, dass man sie mit iCache sowieso anfassen muss. Zukünftige Features wie zum Beispiel das physische Inventar oder auch Änderungen an der Frachtmechanik werden ebenfalls durch iCache möglich und auch unterstützt. Insofern gehen die Entwickler jetzt in eine Art ja finale Phase, um das iCache für das Spiel wirklich abzuschließen und implementieren zu können. Wann genau, wissen wir allerdings nicht, es gibt jetzt hier kein Datum oder sowas. Aber was haben wir Spieler eigentlich ganz konkret von iCache? Was wird das Ergebnis sein? Zunächst mal wird es eine Kombination sein aus einer deutlich besseren Reaktion der Server und Dienstabfragen im Spiel sowie eine bessere Fehlertoleranz und Skalierbarkeit der Datenmengen. Na, wie ich vorhin schon sagte, wann immer wir momentan irgendwie mit dem Spiel interagieren, also quasi permanent, indem wir Schiffe spawnen, Equip ändern, einkaufen, etc., greifen wir, wie gesagt, aktuell auf die Datenbank direkt zu, was super langsam ist. Durch iCache wird das erheblich schneller. Also Helm wechseln, Schiffe spawnen, etc. wird deutlich effizienter und schneller werden. Darüber hinaus soll es deutlich weniger Serverabstürze und Desyncs geben, weil die Serverlast, beziehungsweise die Datenbanklast, deutlich geringer ist als aktuell, weil man mit iCache arbeiten kann, statt direkt mit der Datenbank. Außerdem ist iCache eine wichtige Brücke für die globale Persistenz und für das Server-Meshing, weil man einfach mit mehr Spielern gleichzeitig handeln kann und auch mit den Daten besser umgeht. Und das ist auch das Stichwort zum nächsten wichtigen Core-Feature, nämlich der globalen Persistenz. Auch hier erstmal die Frage, was ist eigentlich die globale Persistenz? Momentan werden ja nur die Daten in der Spielwelt gespeichert, die irgendwie einem Spieler zugeordnet werden können, also zum Beispiel Schiffe oder Waffen. Mit der globalen Persistenz und in Kombination mit dem iCache werden auch alle anderen Daten der Spielwelt abgespeichert, selbst dann, wenn sie keinem Spieler zugeordnet werden können. Das ist aktuell natürlich ohne diese ganzen Dinge nicht möglich, da die Datenmengen absolut gigantisch wären und die Server damit auch gar nicht umgehen können. Aber durch die Skalierbarkeit und durch das iCache werden diese Speicherungen so effizient, dass es eben möglich wird, jede Änderung in der Spielwelt optimiert zu speichern und das Ganze eben persistent zu machen. Diese globale Persistenz ist eigentlich kein Feature für sich allein, sondern es ist im Endeffekt ein wichtiger Bestandteil von Star Citizen und für diese ja fertige, persistente Spielwelt, für diese Vision, die ja Star Citizen immer noch sein soll. Es stellt sich also die Frage, wie weit ist CRG mit der globalen Persistenz? Es gibt bereits jetzt eine erste kleine Version von der globalen Persistenz, die ist aber für uns Spieler kaum ersichtlich, weil wir natürlich jedes Mal, wenn wir einloggen, die Server wechseln und wenn die Server abstürzen, dann wird das immer wieder auf den Ausgangszustand zurückgesetzt. Das heißt, Dinge, die wir irgendwie fallen lassen oder die wir irgendwo hinstellen, die bleiben ja dort nicht liegen. Außerdem kann man auch, wie gesagt, diese Dinge momentan gar nicht so richtig permanent abspeichern, weil das iCache fehlt, das heißt, die Datenmengen wären untragbar. Demzufolge gilt auch hier, wenn das iCache drin ist, kann man diese globale Persistenz auch hochdrehen und kann sie ins Spiel implementieren, das heißt, es baut also aufeinander auf. Für uns Spieler bedeutet das, wenn dann diese globale Persistenz und auch das iCache im Spiel drin ist, dann sollten alle Aktionen, die wir als Spieler durchführen, zunächst mal effizient und dauerhaft gespeichert werden. Hier haben wir immer das wunderbare Beispiel mit der Kaffeetasse, die wir irgendwo hinstellen an einem Ort unserer Wahl und diese Tasse bleibt dann dort stehen. Alle anderen Spieler können diese Tasse, wenn sie sie denn finden, theoretisch sehen, können sie aufheben, können damit was tun und wenn es keiner aufhebt und wir kommen nach einem halben Jahr wieder, steht die Tasse dort immer noch und wir können sie wieder wegnehmen. Das heißt, diese globale Persistenz wird die Immersion deutlich verbessern, sie wird den Realismus deutlich verbessern und sie wird auch verschiedene Features möglich machen. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass zum Beispiel ein Wrack, was auf dem Mond abgestürzt ist und dort liegt, eben am besten nicht mehr despawnt, damit die Leute, die es salvagen wollen, ein Wrack finden können. Also wenn das Wrack nicht mehr despawnt, kann man es salvagen. So einfach ist es letztendlich. Außerdem ist auch die globale Persistenz sowie das iCache eine Grundvoraussetzung für das Server-Meshing, zu dem wir jetzt kommen. Was ist Server-Meshing? Server-Meshing ist im Grunde genommen die Idee, dass es mehrere Server geben soll, die unterschiedliche Bestandteile des Spiels parallel und voneinander unabhängig ausführen.
Ja, das heißt also zum Beispiel, ein Server kümmert sich um Port Olisar, ein anderer kümmert sich um Levski und berechnet dort eben alles und die beiden sind voneinander im Grunde genommen unabhängig. Wenn jetzt aber ein Spieler beispielsweise von Port Olisar nach Levski gehen will, dann müssen diese Server in dem Moment, wo das passiert, so miteinander verbunden werden, dass das Spiel ganz normal weiterlaufen kann und dass die Spieler nichts davon merken. Das heißt, jeder Server wird selbstständig festlegen, welche Verbindungen hergestellt werden sollen, damit das alles auch funktioniert. Das heißt, wir haben also nicht mehrere Instanzen der gesamten Spielwelt, so wie wir das zum Beispiel aus World of Warcraft kennen, sondern wir haben tatsächlich verschiedene Shards innerhalb der Spielwelt, die von einzelnen Servern gesteuert werden und die dann dynamisch verbunden werden, sodass sie kommunizieren können und wir als Spieler letztendlich nichts davon merken, dass wir gerade den Server gewechselt haben. Ja, denn Star Citizen will nicht so wie beispielsweise WoW 20, 30 deutsche Server haben, sondern einen globalen Server, der sich eben dann die ganzen Arbeiten vernünftig mit anderen Servern, die darin stecken, sozusagen aufteilt. Das Ganze ist aber auch dafür wichtig, dass Spieler, die gleichzeitig zusammenspielen, aber an unterschiedlichen Orten sind, davon möglichst nichts mitbekommen und sich alles normal anfühlt. Die Server sollen diese Verbindungen, die sie aufgebaut haben, auch selbstständig wieder trennen können, wenn diese Verbindungen nicht mehr benötigt werden. Also mal ganz grob gesagt, Server-Meshing ist eine effiziente Verbindung mehrerer Server, um das Spiel sicher und performant laufen zu lassen, sowie skalierbar auch auf extrem große Spielerzahlen. Stellt sich also auch hier die Frage, wie weit ist CRG mit dem Feature? Server-Meshing ist noch ein bisschen weiter entfernt als die anderen beiden Features, weil, naja, die Grundvoraussetzung für Server-Meshing sind ja die anderen beiden Features, iCache und globale Persistenz. Das heißt aber nicht, dass das Team, was Server-Meshing bearbeitet, jetzt einfach nur Däumchen dreht und wartet, bis diese beiden Features fertig sind, sondern sie arbeiten bereits so ein bisschen im Vorlauf an verschiedenen Dingen, die sie dann sowieso brauchen. Aktuell wird daher an der Zeitsynchronisation gearbeitet. Dabei geht es letztendlich um Lags, um Gummibandprobleme, Desyncs und verschiedene andere Netzwerkgeschichten, die optimiert werden müssen. Weil das Server-Meshing würde diese Probleme, die wir ja aktuell auch schon haben, nochmal verschlimmern, weil man ja zusätzlich zur Kommunikation von Klient und Server noch die Verbindung hat, Server und Server. Das heißt, man sucht letztendlich die Ursachen von diesen ganzen Netzwerkproblemen und es scheint so, dass das Hauptproblem die Synchronisation des Clients und des Servers ist, sowie die Verbindung von mehreren Servern, die dann kommunizieren sollen. Wenn dann iCache und die globale Persistenz drin sind und diese Fehler so weit behoben wurden im Netzwerkcode, will man die Server verbinden und die Engine noch dafür optimieren, dass sie mehrere Server zulassen. Dafür ist sehr, sehr viel Engine-Coding notwendig und Netzwerkcoding, da die Engine normalerweise darauf ausgelegt ist, immer einen Server zu haben für die Spielsitzung und nicht gewohnt ist sozusagen, dass man die Arbeiten unter mehreren Servern aufteilt. Man könnte das Ganze wahrscheinlich ein bisschen einfacher lösen, indem man Instanzierungen zulässt, aber das will man ja in Star Citizen nicht, deswegen wird es ein bisschen komplizierter, aber sie sind dran. Zum aktuellen Stand ist noch sehr, sehr viel Code übrig, der noch transformiert werden muss. Das bezieht sich auch auf alle Dinge im Spiel, also wirklich alles. Alle Features, alles was schon im Spiel ist und alles was noch reinkommt, muss irgendwie für das Server-Meshing optimiert sein. Die letzten Features, die reingekommen sind und auch die, die jetzt zukünftig reinkommen, sind glücklicherweise schon vom ganzen Coding und so weiter darauf ausgelegt, das Server-Meshing richtig machen zu können. So, das ist alles ganz schön viel technisch. Reden wir nochmal vielleicht ganz einfach über die Ergebnisse, die das Server-Meshing für uns Spieler dann bringen soll. Das sind drei wichtige Punkte. Nummer 1, eine effizientere und dynamische Verteilung der Serverlast. Was dann wiederum dazu führt, dass die Server einfach effizienter und besser laufen und sauberer laufen, weniger abstürzen und, und. Punkt 2, deutlich mehr Spieler gleichzeitig im Spiel möglich. Ne? Das heißt, aktuell haben wir ja dieses 50-Personen-Cap drin, das ist ja nur vorübergehend. Das wird also irgendwann aufgehoben, sodass alle Spieler gleichzeitig zusammen spielen können. Und der dritte Punkt, es soll dadurch deutlich weniger Fehler geben bei der Kommunikation zwischen Klienten und Servern, sowie Servern und Servern wiederum miteinander. Also können wir vielleicht mal so ein bisschen zusammenfassen, die Core-Features sind in Arbeit, iCache und globale Persistenz sehen schon sehr, sehr gut aus, auch das Server-Meshing hat schon diverse Fortschritte gemacht und wartet gewissermaßen hauptsächlich noch auf die anderen beiden Features. Das heißt, CRG sitzt nicht auf dem Arsch und macht nichts, sondern sitzen offensichtlich an diversen wichtigen und sehr, sehr komplexen Themen.
die wir für das fertige Spiel oder generell für die zukünftigen Versionen vom Spiel brauchen. Also es klingt erstmal alles relativ gut. Ich bin damit eigentlich ganz zufrieden. Klar, das verzögert natürlich Gameplay-Features wie zum Beispiel Salvaging oder andere Docking-Mechanik und so weiter und so fort, weil man ja zum einen viele Entwickler an diesen Core-Technologien arbeiten lässt, zum anderen aber auch die Features deutlich komplexer werden, weil sie ja darauf vorbereitet werden müssen, mit diesen neuen Technologien arbeiten zu können. Und das wiederum verzögert auch nochmal die Entwicklung. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt mir mal eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, die Folge war für euch interessant. Ich fand es sehr, sehr spannend, das ganze Thema. Und ich hoffe, ich habe es möglichst gut erklärt. Gerne Feedback dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Samstag euch. Ciao. 65 degrees, last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for the sun go down on the road.